Willkommen zum Themencheck mit Hans A. Bernecker. Das Motto der heutigen Sendung ist, China ist kein Börsenrisiko, Ausrufezeichen. Wir wollen die Betrachtung mit der Politik beginnen und mit dem Blick auf Chancen abrunden, und zwar mit Chancen im XL-Format. Das nehme ich schon mal vorweg. Bleiben Sie bitte unbedingt bis zum Ende des Videos mit dabei. Auf geht's. Ich begrüße Hans A. Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bernecker. Ein schönes Grüß Gott aus dem schönen Bayernland. Sehr schön. Einen schönen Gruß zurück. Steigen wir gleich mit unserem Motto ein. Der ein oder andere Zuschauer sieht in dem Säbelrasseln in der Taiwan-Frage vielleicht schon das Präludium für den nächsten großen Krieg. Wie realistisch ist ein solches Szenario und wie sind die Chinesen ihre Außenpolitik grundsätzlich einzuschätzen? Dazu gibt es zwei Grundtatsachen. Die muss ich vorwegschicken. Zwischen Kennedy und Khrushchev wurde vereinbart 1961, dass sie nie einen Krieg führen würden wegen Berlin. Zwischen Nixon und Mao wurde 1972 das Gleiche in Sachen damals Formosa oder Taiwan vereinbart und später von Zhou Enlai auch noch konkretisiert. Nämlich kein Krieg um Taiwan. Für beide Fälle behaupteten beide, oder blieben beide bei ihrer bisherigen Stellung, dass sie auf keinen Fall die Rechte abgeben werden, also bei ihrer Rechtsvorstellung. Das bedeutet für China ist Taiwan ein Teil Chinas, genauso wie damals West-Berlin ein Teil der Bundesrepublik war und blieb. Das ist die Grundtatsache, die bis heute gilt. Daran zu rütteln, macht keinen Sinn. Die andere Frage ist, was daraus geworden ist und wie man damit umgeht. Wenn eine 82-jährige Dame aus Washington den Eindruck hat, sie müsste unbedingt in der etwas komplizierten Konstellation der internationalen Sachlagen unbedingt nach Taiwan fliegen, anschließend nach Südkorea und woanders noch, um lediglich Shake Hands zu machen, ist das eine Provokation. Für ein Weltreich, wie die Chinesen sich nun mal auch halten und sind, ist das eine Beleidigung. Darüber kann man lächeln oder nicht lächeln. Jedenfalls ist die chinesische Sicht so ernst zu nehmen, wie wir auch in Anspruch nehmen, dass wir ernst genommen werden. Der Westen hat nun mal durch die verschiedenen politischen Persönlichkeiten oder anderen oder Parteien die Neigung, permanent gegenüber den Chinesen mit Kleinigkeiten, da sagen wir mal, salopp gesprochen, zu ärgern, mit Lächerlichkeiten, aber mit der entsprechenden Reaktion. Denn für die Chinesen ist ganz klar formuliert, sie sind ein Weltreich, Nummer zwei nach den USA und vor Russland. Und sie bleiben dabei, was Mao schon oder Zhou Enlai den Amerikanern gesagt hat, es gibt drei Weltmächte, USA, China und die Sowjetunion damals und heute Russland. Und die Sowjetunion wiederum will ebenfalls ein Weltreich bleiben oder eine Weltmacht, wie sie wollen. Also geht es darum, wie tariert man, ich rede jetzt in Chinesisch, wie tariert man die Gleichgewichtslage zwischen diesen dreien sorgfältig aus, ohne Konflikte neu zu inszenieren oder alte Konflikte neu auszubrechen, aufbrechen zu lassen. Genau um diese Frage geht es und keineswegs um eine neue Freundschaft zwischen China und Russland. China ist für die Börsen mit Sicherheit nicht und auch für die politische Lage in der dortigen Region kein Risiko. Aber es wird sich, ich betone, bei jeder Gelegenheit stark zeigen, um den anderen zu sagen, so weit und nicht weiter. Das ist alles. Nun scheint sich die Welt ja derzeit so ein bisschen neu zu sortieren im Gerangel um die geopolitische Pole Position. Können sich schnell Missverständnisse einschleichen und aus Aktion kann schnell Reaktion und damit ein Karussell werden, permanente Nadelstiche. Wenn Sie sagen, dass China kein Börsenrisiko ist, würden Sie dann sagen, dass aus diesen Nadelstichen ein ökonomisches Risiko werden kann, dass Lieferketten weiter unterbrochen werden, dass Handelshemmnisse aufgebaut werden, also nicht miteinander gekämpft, sondern eher gegeneinander, aber auf der ökonomischen Ebene? Die Chinesen praktizieren nun mal eine Corona- beziehungsweise eine Corona-Krise in anderer Form. Covid-0 ist natürlich eine innerpolitische Entscheidung, die wir natürlich schwer verstehen können. Wir sind ein kleines Land mit 80 Millionen, aber Peking hat eine Verantwortung für 1,4 Milliarden Menschen.
Wie man damit umgeht, kann niemand in Deutschland richtig beurteilen. Das ist vielleicht rigide und für unsere Verhältnisse auch der persönlichen Freiheiten unverständlich, mag sein, aber es ist offensichtlich der einzige Weg, diesen aus chinesischer Sicht dies zu gehen. Sie gehen dabei das Risiko ein, dass Handelsströme kaputt gehen oder Lieferketten zeitweise unterbunden werden oder die Ladungen nicht gelöscht werden können, alle diese Dinge. Das ist eine andere Politik, aber eine nachvollziehbare Politik, auch dann, wenn man sie persönlich nicht billigt. Wenn also daraus Konflikte entstehen, Lieferverbindlichkeiten, alle diese Dinge, das muss ich nicht wiederholen, ergibt sich die Frage, wie lange, in welchem Umfang und wie kann man dies irgendwo umgehen, flicken, wie das eben unter Kaufleuten so üblich ist. Darüber gibt es keinen Zeitplan, sondern nur eine Phase der langsamen Entspannung. Aber auf keinen Fall resultiert daraus eine grundsätzlich andere Haltung in den Verbindungen, Handelsverbindungen und Zusammenarbeiten zwischen China und Deutschland. Sie hatten jetzt ja die chinesische Linie angesprochen. Wie hoch schätzen Sie denn das Risiko, die Wahrscheinlichkeit an, dass es von der amerikanischen Seite zu einer provozierenden Linie kommt oder weiter provozierenden Linie kommt, auch in dem Sinne, dass tatsächlich Handelsbeschränkungen und Zölle und so weiter aufgebaut werden, also dass von der Seite Gegenwind kommt? Ist das ein ökonomisches Risiko? Seit Trump wissen wir ja, dass die Amerikaner zu allen solchen Dingen in der Lage sind. Das ist leider nicht zu ändern. Wenn das so ist und wenn es tatsächlich nicht berechenbar ist, was wir nicht das, was wir unterstellen könnten, angesichts der desolaten Situation in Washington, dann ist dieses Risiko in Washington oder Amerika nun mal nicht auszuschließen. Dazu gehören auch kurzsichtige Entscheidungen oder Taten wie die eben genannte Reise im Vorfeld der möglichen Wahlen im November oder Oktober dieses Jahres in Amerika. Kann sein, aber so sieht amerikanische Politik aus. Sie ist nie sehr bedächtig, nie sehr langfristig angelegt, sondern in der Regel ad hoc. Mit natürlich der Potenz, über die die Amerikaner natürlich verfügen. Kurzum, das Risiko, dass die Amerikaner sich wieder in einer Form anders benehmen, als es zum Beispiel aus der Sicht Europas richtig wäre, dieses Risiko steht im Raum. Wechseln wir die geopolitische Bühne. Unterdessen läuft ja auch immer noch der Ukraine-Konflikt weiter. Das ist ja auch eine Frage der breiten Meinungsbildung in den Medien. Wie nehmen Sie dazu das derzeitige Bild wahr oder die Entwicklung wahr? Und welche Erwartungen knüpfen Sie daran für das Timing einer möglichen Waffenruhe? Das Timing einer Waffenruhe, das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wann Kiew oder und Zelensky und seine Entourage, das Wort Entourage ist wörtlich zu nehmen, den Forderungskatalog der Russen, der ja seit November vorliegt in Kiew, akzeptiert mit dem Ja oder Nein von Washington. Anders geht es ja nicht. Alle anderen haben nichts zu sagen. Wie also sich die amerikanische Szene, ich betone die Szene, nicht unbedingt der Präsident, dessen Meinung eigentlich nicht maßgeblich ist, sich zu diesem Sachverhalt verhält oder verhalten will, kann ich nicht beurteilen. Aber die Ukraine und ihr Präsident hat den Bogen überspannt. 6 Monate Krieg wird in Europa nicht, in Westeuropa nicht mehr akzeptiert. Dann gibt es Meinungsverschiedenheiten, natürlich, und mit der klaren und auch menschlich nachvollziehbaren Forderung, Schluss, verhandelt. Ihr müsst verhandeln. Wo und wie interessiert nicht, jedenfalls müssen Sie. Dazu gehören wiederum 2 menschliche Eigenschaften oder auch politische Eigenschaften. Das Gesicht Wahrens, wer geht auf den anderen zu, wer vermittelt, wie auch immer. Dann können wir uns den Wecker stellen und sagen, dann klingelt es. Und spätestens dann, wenn es geklingelt hat, also nur das Wort Waffenruhe im Raum steht, ist die Sache für Deutsche, aus unserer Sicht, auch ökonomisch erledigt. Die humanistischen Dinge lassen wir bitte aus dem Vor, die stehen außer Frage. So löst man politische Probleme. Einer der bekanntesten und bestimmt besten Kenner dieser Szene und der Entwicklung, wie sich dies aufgebaut hat, ist der Horst Teltschik, der langjährige und außenpolitische Berater von Herrn Kohl. Der hat ab 1988 alle begleitenden Umstände der russischen Entwicklung und Meinungsbildung auch von Putin
verfolgt, persönlich besprochen, sowohl in Moskau als auch in Gegenmaßnahmen in Washington und woanders. Und Hasch schildert dies in einem bemerkenswerten Vortrag, den Sie in YouTube verfolgen können, in allen Einzelheiten, woran Sie erkennen können, wie der Weg bis zu dem Krieg vom 22. Februar dieses Jahres verlaufen ist. Das ist eine Pflichtlektüre oder eine Muss-Aufnahme, meinetwegen YouTube, um das Ganze zu begreifen. Wer das nicht kennt, kann sich also auch zu dem Konflikt Ukraine oder Konflikt Russland-Deutschland nicht äußern. Der Name BASF war ja eben schon gefallen. Werfen wir vielleicht generell einen Blick auf die Chemiebranche. Weniger Risiko von der Gasfront. Bedeutet das auch, dass das Chance-Risikobild in der Chemiebranche sich verbessert hat? Bei Chemiewerten wie BASF, Covestro und wie sie nicht alle heißen, ist das schon eine Chance, dass man hier doch tatsächlich grün einsteigen kann? Grundsätzlich gilt, ich will das in wenigen Worten mal erklären, obwohl es einer größeren Erklärung bedürfte. Wir stehen vor der Situation zu sagen, sind die oder waren die Kurse vor der ersten Krise, also Corona-Krise, sagen wir vom Januar 2020, waren die echt, waren die zu teuer, also überbewertet oder nicht? Wie hoch ist das Erholungspotenzial, ich sage Comeback-Potenzial, bis zu den Kursen vorher, also Januar 2020? Denn die wirtschaftlichen Ergebnisse, das zeigen die Berichte jetzt in diesen Tagen ja eindeutig, hat sich auf keinen Fall verschlechtert. In keiner einzigen DAX-Aktie, abgesehen jetzt mal von den Internetlieferanten. Das hat zur Folge, dass wir sagen müssen, wie viel fehlt bis zu diesen alten Top-Kursen von jetzt, von heute an, sagen wir von 13.500 im DAX gerechnet. Da errechnet sich ein Erholungspotenzial für alle Aktien im DAX, ich wiederhole, von 42,6%. Durchgerechnet für jede einzelne Aktie bis zu ihren jeweiligen Topkursen. Die Bewertung des DAX lag damals bei 15,5. Berechnet von Refinitiv oder der Umfrage von Bloomberg. Immer nach einem Jahr vorgerechnet, wie üblich. Der aktuelle Stand dieser Bewertung liegt jetzt bei 10,4, also rund 5 Punkte niedriger gegenüber damals. Das bedeutet von jetzt 10,5 bis 15,5 bis damals eine Erholung von fast 50% in der Bewertung. Dann kriegen Sie den Schlüssel zu der eben genannten Zahl, gemessen an den Kursen. Das ist das Potenzial aller Kurse im DAX. Für den MDAX gibt es sogar noch eine größere Marge um rund 10% mehr. Unter der Voraussetzung, dass die Frage Pandemie letztlich gelöst wird und b, der Ukraine-Krieg ebenfalls gelöst wird. Das ist das Potenzial des deutschen Marktes, falls die Deutschen nicht zu dumm sind, sich noch neu mit China anzulegen, sei es als Moralvorschrift oder so oder Ähnlichem. Besser kann man es nicht haben. Meine Damen und Herren, Stichwort Chancen. Am 20. August 2022 ist ja der Anlegertag in Düsseldorf und zwar in der Klassik Remis. Eine tolle Location, gerade auch wenn Sie historische Fahrzeuge lieben. An diesem Tag können Sie nicht nur reichlich Infos tanken und rund um das Thema Börsennetzwerken, sondern es gibt auch einen Vortrag von Volker Schulz und Giuseppe Amato. Die Überschrift des Vortrags ist Krise und Chance, wie Phönix aus der Asche, Ausrufezeichen. Wir arbeiten bei dieser Anlegermesse als Werbepartner mit dem Veranstalter zusammen. Seien Sie gerne dabei. Die Teilnahme ist auch kostenlos, aber Sie müssten sich vorher anmelden. Das können Sie auf der Website vom Veranstalter tun, nämlich www.anlegertag.de. Herr Benke, wenn Sie von Comeback sprechen, welchen Zeitrahmen haben Sie da vor Augen? Es ist ja sehr steil nach unten gegangen. Wie hat man sich die Erholung oder das Comeback vorzustellen? Bis wann glauben Sie, könnten Spitzenkurse wieder erreicht werden? Das hängt zum einen von der Frage jetzt der Waffenruhe ab. Käme die kurzfristig, wäre das der erste Schritt. Die Stabilisierung der Märkte läuft vernünftig, ohne große Schrecken, aber in kleinen Schritten und das macht Sinn. Wenn es dabei bleibt, wird es die Lösung der Pandemie, können wir uns überlegen, das wird sicherlich machbar sein. B, die Frage, oder C, die Frage der Lieferketten löst sich nach aktuellem Stand in den nächsten 6-7 Monaten auf.
Mehr kann ich nicht sagen. Das ist Informationsstand aus den Medien. Also da haben wir uns eine Zeitachse vorzunehmen von etwa 18 Monaten bis 24 Monaten. Das wäre etwa der Stand, der dann dazu führt, dass wir zu einem Stand kommen für die Kurse, die ich vorhin genannt habe, mit den genannten Potenzialen, wo wir nicht die Top-Kurse schon erreichen, aber sicherlich in der Größenordnung von 70% des genannten Potenzials. Die andere Frage ist, wie die deutsche politische Szene sich darstellt. Das kann ich nicht beurteilen, da bin ich skeptischer. Ob die Ampel überhaupt hält, kann ich auch nicht beurteilen. Kurzum, von den Umständen her, so wie sie sich jetzt darstellen und ohne Polemik, ohne Social-Media-Beiträge aller Art in tausendfacher Form, kriegen wir eine vorsichtige Step-by-Step-Tendenz und keine mit Rückenwind von gedrucktem Geld, damit das klar ist, sondern nur eine Tendenz, die sich an den ökonomischen Zahlen orientiert, an den echten ökonomischen Zahlen und nicht an den Erwartungen oder Kombinationen und derartiges. Letzte Frage oder eine Kombifrage vielleicht. Jetzt sind die Märkte ja in den letzten Wochen relativ gut gelaufen. Beispielsweise der Composite ist auch an den charttechnischen Widerstand herangelaufen. Wie haben Sie die kurzfristige Entwicklung vor Augen? Und dann abschließend auch die Frage, wie hoch sollte derzeit die Cashquote im Depot sein? Die Cashquote hat sich durch die verschiedenen Limits, ich habe ja mit Cash-Quoten von 40% bis 50% gearbeitet. Ich habe Tabellen vorgelegt für die Staffellimits, wie man wieder einkaufen kann. Die Tabelle sind bekannt. Die wichtigste war die Tabelle für die größten Verlierer, das war der MDAX. Die sind alle aufgegangen, 100%ig. Damit ist die Cashflote, so habe ich das empfohlen. Jeder konnte sich nach der Auswahl der Titel, die er wählen wollte, sich da seiner Cash-Position bedienen. Das bedeutet, eine Restposition von 10% behalte ich mir noch vor. Das sollte weiterhin der Fall sein. Denn die Stabilisierung läuft, wie wir es beschrieben haben. Stabilisierung heißt, dass die Volatilität relativ hoch bleibt. Im VDAX immer noch so um die 24, 26 täglich, manchmal auch 28. Daran kann man erkennen, wie die Bodenbildung also sich verhält. Erst wenn sie unter 20 fällt, dann weiß man, dass es im Wesentlichen gelaufen ist. Solange die also über diesen Größenordnung liegt, muss man mit einer höheren Cashflote operieren. Voll investiert zu 100% wäre noch zu früh. Denn wir leben noch in der Berichtssaison, wir können es jeden Tag verfolgen, wie auch die Kurse im Einzelnen reagieren auf die Zahlen, ein bisschen besser als erwartet, ein bisschen schlechter als erwartet. Und dann stabilisiert sich das Ganze und bildet damit die Grundlage für die Vorwärtsrechnung Richtung 2023, vielleicht schon 2024, denn in 18 Monaten sind wir bereits im Jahre 2024. Das ist also nicht so lange hin. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank, Herr Bernecker, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihre Treue. Vielen Dank übrigens auch für viele Kommentare unter unseren Videos auf YouTube. Es ist richtig schön, wenn sich dort eine konstruktive Diskussion ergibt und viele Meinungen in konstruktiver Weise zusammengetragen werden. Machen Sie das gerne auch weiterhin. Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche. Machen Sie es gut. Ich schließe mich Ihnen gerne an.